Wenn du Angst vor Zecken oder Moskitos hast, wird dir der Blutsauger, den ich dir heute zeige, durch Mark und Bein gehen. Solche Blutegel werden normalerweise bis zu 10 cm lang. Es gibt aber auch Arten, die riesig werden können. Und mit riesig meine ich ungefähr so riesig. Das ist Hirudinaria manilensis, ein sogenannter Büffelegel. Und das war meine Reaktion, als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe. Okay, und dann... Boah, Junge, Alter, what the f***, was ist das für ein Riesending? Boah, wie es sich festhält hier. Junge, ist das ein fetter Blutegel, bist du wahnsinnig? Alter, ist das Ding riesig, das ist ja wie ein menschlicher Unterarm groß. Diese Tiere halten sich gerne in seichten, warmen Gewässern auf. Wenn der Egel auf ein Beutetier trifft, saugt er sich an seiner Oberfläche fest. Am Kopf hat er drei Kiefer, die wie Sägeblätter aussehen und auch ziemlich ähnlich funktionieren. Mit diesen Sägeblättern schneidet er die Haut seines Wirtes auf. Danach injiziert er seinen Speichel in die Wunde. Der Speichel beinhaltet Substanzen, die dein Immunsystem beeinflussen und die Blutgerinnung verhindern. Das ist wichtig, damit der Egel überhaupt erst Blut saugen kann. Ansonsten würde das Blut ziemlich schnell gerinnen und die Bisswunde wieder verschließen und der Egel müsste dich aufs Neue aufschneiden. Und so sehen die Wunden aus, die diese Tiere hinterlassen, wenn sie dich beißen. Seht euch die Narben an von dem Typ. Diese Mercedes-Sterne hier, das hier, das sind die Abdrücke der Kiefer, ne? Der schneidet sich so in die Haut rein. Übrigens, dieses Video geht auf YouTube und an meine YouTube-Community, ich streame hier auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Blutegel wurden und werden auch für medizinische Zwecke eingesetzt, weil die Bestandteile von ihrem Speichel entzündungshemmend wirken. Außerdem kann man sie einsetzen, um Blutgerinnsel aufzulösen. Ich werde mal ein eigenes Video machen, wo ich ganz genau erklären werde, was in deinem Körper alles passiert, wenn du plötzlich so einen Egel hängen hast. Übrigens sind Büffelegel nicht die einzigen Riesen unter den Blutegeln. Ein weiterer Gigant aus der Welt der Blutegel ist der große Amazonasegel, der vielleicht größte Blutegel der Welt. So ein Ding möchte man nicht auf einmal am Bein hängen haben. Wusstest du, dass Blutegel mit den allseits bekannten Regenwürmern verwandt sind? Ja, zusammen mit den Regenwürmern gehören sie zu einer Gruppe von wirbellosen Tieren, die wir als Anneliden bezeichnen. Und zu den Anneliden gehören einige ziemlich abgefahrene und teilweise sogar furchteinflößende riesige Würmer. Ein solcher Riesenborstenwurm zum Beispiel kann bis zu 3 Meter lang werden und lebt am Meeresboden. Büffelegel können eine ziemlich große Menge an Blut aufnehmen, ähnlich wie die Zecken. Das Ding ist halt echt riesig. Wenn ein Büffelegel nicht gefressen hat, ist er etwa 15 bis 20 cm lang. So fett ist er also nur, wenn er sich gerade vollgesogen hat. Und jetzt stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, könnte dich ein solcher Egel vollkommen aussaugen? Beziehungsweise wie gefährlich sind diese Parasiten überhaupt? Erstens mal, die Wunde, die der Egel verursacht, kann sich natürlich aufgrund einer Infektion immer entzünden. Das kann aber auch mit allen anderen Tieren passieren. Und zweitens, wenn du von ganz, ganz vielen Egeln zur gleichen Zeit befallen wirst, können sie dir tatsächlich so viel Saft abziehen, dass es gefährlich werden könnte. Sowas würde aber nie passieren, weil man normalerweise merkt, wenn man so ein Ding hängen hat. Und dann kann man den Egel einfach runternehmen. Das bedeutet also, die Tiere sind für uns nicht wirklich gefährlich. Anders ist es hingegen bei diesen Parasiten hier. Über 900 Millionen Menschen weltweit sind von Hakenwürmern befallen. Wenn du wissen willst, was passiert, wenn du dir einen solchen Parasiten einfängst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!